Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu Resident Evil 7 DLC Not a Hero. Immer noch mit Chris Redfield unterwegs. Und ja, hier sind wir eigentlich hergekommen, oder nicht? Also ich weiß es echt nicht mehr genau. Ich meine halt echt, hier waren wir schon. Die Frage ist nur, was haben wir hier gefunden? Dietrich. Ja, jede Menge Dietriche. Schon mal Munition. Sehr gut. Pistolenmunition wäre vielleicht noch ganz cool. Ah, wir können ja jetzt hier sogar reingehen. Glaube ich. Ne, hier war das nicht. Irgendwo war doch hier dieser Raum. Ne, hier war das. Wo man das Nachtsichtgerät benötigt hat. Das sind wir ja, haben wir ja jetzt gefunden. Das heißt, wir können hier rein. Munition, antike Münze. Ist noch cool, wäre Pistolenmunition. Obwohl, wir haben ja jetzt eigentlich. Ich würde aber sagen, wir gehen mal mit dem Messer voran. Ich habe jetzt keine Ahnung, was das hier ist. Ob das, wenn man da drauf tritt, irgendeine Falle auslöst. Ich habe keine Ahnung. Gucken, ob wir hier noch was finden. Okay, kann man Dietrich benutzen. Okay, Munition, sehr gut. Okay, die Munition scheint aber auch nur für die Pistole gedacht zu sein. Diese Spezialmunition für diesen, für diese Biowaffen. Ah, okay. Jetzt weiß ich, für was wir es Dings benötigt haben, das Nachtsichtgerät. Nicht nur um im Dunkeln zu sehen, sondern auch um hier Infrarotstrahlen auszuweichen. Ja, jetzt erinnert es natürlich einen schon sehr wieder an. Okay, ist eine Falle. Kann man die entschärfen? Das wäre cool. Nein, scheint nicht der Fall zu sein. Muss man natürlich sehr aufpassen. Speicher. Okay, alles klar. Schon mal gut, dass es automatisch ausgeht. Das finde ich schon mal sehr gut. Okay, hier geht's noch weiter. Schau mal zu. Okay, dann wahrscheinlich hier. Diese scheiß Viecher, echt. Kann ich ja überhaupt nicht ausweichen. Ja. Okay, gibt es hier vielleicht noch Munition? So, wie gesagt, ich schaue hier wirklich jeden Winkel nach. Wir könnten irgendwelche Münzen rumliegen, Munition rumliegen. Deswegen. Ist das halt umso wichtig. Können wir da irgendwas bewegen? Das hat ja viel gebracht. Okay, das ist so ein kleines Rätsel. Wir müssen die Holzdinger da zerstören. Müssen wir aber als allererstes den Weg hier versperren, vermute ich mal. Genau, dann als nächstes das wieder zurück. Und dann habe ich den Weg schon frei. Würde ich mal sagen. Okay. Jetzt könnten wir das Ding hier benutzen. Um den Weg da frei zu machen. Scheiß Dinger, echt. Die kann man überhaupt nicht ausweichen, ey. Also ich wüsste echt nicht wie.
Und als nächstes das hier. Haben wir, so wie ich weiß, alle Ausgänge freigemacht. Gucke ich mich hier nochmal kurz um. Hier ist eine Tür. Okay, da kommen wir auch rein. Sehr gut. Gibt's jetzt hier noch irgendwas? Munitionsmäßig vielleicht? Leider nicht. Okay. Gucke ich jetzt mal in die andere Richtung, weil hier hat's gerade gespeichert. Ich vermute mal, dass das vielleicht der Weg ist, wo wir lang müssen. Mich jetzt aber hier noch mal kurz um. Nee, leider auch keine Munition. Schade, hätte man das Ding gar nicht kaputt machen brauchen. Okay, dann gehen wir hier lang. Da ist hier so eine Tür, wo man nicht durch können. Oh je. Yeah. Den kennen wir doch, den Clown, oder? Okay. Dann halt hier lang. Okay, dann würde ich sagen, nehmen wir gleich mal eins. Sehr gut. Eins haben wir dann noch für die schlechten Tage. Also jetzt irgendein Clown habe ich gesehen. Bedeutet natürlich nichts Gutes. Dicke Münze, sehr gut. Haben wir ja jetzt eigentlich schon reichlich Münzen gefunden. Clownschlüssel, da platziert er wieder irgendwas. Okay. Hallo. Naja, klar. Nicht mit mir, Leute, nicht mit mir. Wenn das jetzt das einzigste Vieh war, dann... Ja, natürlich nicht. Scheißdreck. Piss dich, ey. Boah. Das Krasse ist ja, dass die sich so schnell vorwärts bewegen. Okay, da könnte man eigentlich auch mal die Waffe hier nehmen. Ich möchte eigentlich, wenn es geht. Oh, okay. Ah. Zimmer draußen, sehr gut. Ne, wir müssen hier rein. Ich will ja durch die Tür hier durch. Okay. Jetzt haben wir hier wieder Nachtsichtfunktion. Jetzt wirklich wie bei Resident Evil, aber der erste Teil, falls ihr den noch nicht gesehen habt, schaut ihn euch auf jeden Fall an. Der ist wirklich ziemlich geil. Gerade zum Schluss mit diesen ganzen Laserstrahlen. Oh, das ist schwer. Oh mein Gott. Okay, man merkt schon, hier sind ein paar Leute. Hey, du Scheiße. Geht's dir gut? Halte durch. Bin unterwegs. Wem soll's gut gehen? Scheiße. Okay. Das hier müssen wir irgendwie runter. Da
Müssen wir ja ganz langsam durchgehen. Da können noch mal Flintenmunition sein, sehr gut. Der ist natürlich nicht mehr am Leben. Warum guckt denn die Leute eigentlich ständig an? Die sterben, die leben doch nicht mehr. Au, falscher Zug, Chris, alter Kumpel. Ja, toll. Geil. Du darfst jetzt sterben, Chris. Scheiße! Geiler Scheiß, muss ich das sagen. Also lass mal den Typ liegen. Der ist sowieso nicht mehr am Leben. Hey, geht's dir gut? Alter, der ist echt ein richtiges Arschloch, dieser Lucas, hey. Ist ja abartig. Aber ich meine, Chris, ja, der ist, habe ich das Gefühl, manchmal auch nicht der hellste. Also, boah, puh, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Dass seine Kollegen nicht mehr leben, das ist eigentlich so ziemlich klar, würde ich mal behaupten. Die Frage ist, wo es lang geht. Vermut mal hier lang, oder? Das ist echt keine Ahnung. Okay, hier kann man vielleicht das ganze Zeug ausstellen. Und jetzt nicht auch wieder eine Falle ist, ich habe keine Ahnung. Okay, sehr gut. Okay, das ist die Spezialmunition. Da haben wir jetzt 8 Schuss gefunden. Okay, alles klar. Frage ist, wird es jetzt sein, wo gehen wir hin? Ich vermute mal hier lang. Ja, was für Kamerad, der ist schon lang tot. Er lebt er noch. Hey. Hey, bist du noch bei uns? Ja, du bist's. Danke. Ich dachte schon, ich wurde zurückgelassen. Ich glaube, wir kommen hier raus. Der lebt doch nicht mehr lange, das ist irgendwas. Lucas ist ein verdammter Irrer. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, er oder diese Dinger. Wir müssen hier raus. Ja, ich finde diese Dinger eigentlich nicht so schlimm. Lucas ist wirklich ja, unberechenbarer auf jeden Fall. Hier drüben, da oben, kommen wir raus. Oh, Scheiße. Das darf nicht wahr sein. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Nimm mir das Teil ab. Cool. Nein! Alles klar. War ja klar. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Christopher, aber ich bin es echt leid, Spielchen zu spielen. 3 Männer, Lucas. 3 meiner Männer sind wegen dir tot. Das endet. Und zwar sofort. Ich glaube nicht. In einer Minute sind es 4 tote Soldaten. Du wirst scheitern. Und dann wirst du sterben. Ja, das wollen wir ja noch sehen. Oh. Okay. Wir haben hier wohl ein Problem. Ja. Sind dran, Chris. Geh zurück zur Haupthöhle und warte auf weitere Anweisungen. Lass mich nicht hängen. Ist klar. Kein Problem. Habe nur knapp 9 Minuten Zeit. Dann warte ich halt auf Anweisungen. Wenn es halt 10 Minuten dauert. Na, cool. Sind die Kanister? Das Lager im Abbauraum des Bergwerks. Geh durch das rote Tor. Ja.
Kein Problem, habe ich vor. Wie lang? Ich habe keine Ahnung. Nee, hier geht's ja nicht weiter. Ah, ich habe keinen Plan, wo ich lang muss. Wahrscheinlich da lang. Komm, geh zu! Meine 8 Minuten ist im ersten Moment lange Zeit, aber ich habe ja keine Ahnung, was ich alles machen muss. Okay, da lang. Da irgendwo wird es sein. Oh. Ja, lauf. Ich glaube, hier ist auch der Riesenmutant rumgelaufen, oder? Ist natürlich sehr hilfreich, muss ich schon sagen. Ich vermute mal dadurch. Da konnte man ja letztes Mal nicht rein, oder? Oh, der ist tot. Alles klar. Ja, und jetzt? Der flüssige Stickstoff ist gleich da vorn. Ja, schön. Cool. Was? Nein, oder? Ah, leck mich doch am Arsch, ey. Keine Ahnung, wo ich hier hin muss, Mann. Ist tot? Oh nee, oder? Oh, Alter. Mach dich bloß weg, du scheiß Viech, Alter. Keine Ahnung, was ich hier machen muss. Lecker. Ah, leck mich doch am Arsch, ey. Hab ich keine Ahnung. Keine Ahnung, Leute, ist so heftig. Zumal ich auch überhaupt keine. Der flüssige Stickstoff ist gleich da vorn. Ja, schön. Oh.
verdammte Axt. Macht das Vieh so schnell. Yeah, geil. Leck mich am Bugelu. Geiler Scheiß, geiler Scheiß. Der flüssige Stickstoff ist langsam vor. Ja, sehr. Na, lauf doch mal, Mann! Dubelkopf. Scheiße. Scheiß Viecher, echt. Mein Gott. Endlich ist es weg, oder? Langsam, Mann. Komm, hau das Ding weg. Wie soll ich jetzt da vorbeikommen? Da ist Stickstoff, komm. Ach, keine Ahnung, mach's einfach. Probieren wir's aus. Es hat geklappt. Wird's los, bevor es auftaucht und neu startet. Mist!
Boy. Alles klar, Chris? Ja, ich lebe noch. Alles gut. Mir geht's gut. Okay, Lucas. Nur noch du und ich. Das glaube ich auch, Leute. Wir sehen einen Raum hinter der Tunnelbohrmaschine. Lucas? Vielleicht. Probier da reinzukommen und schau nach. Verstanden. So, das machen wir dann aber in der nächsten Folge, liebe Leute. Wenn es euch wie immer gefallen hat, lasst mir ein Däumchen da. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.